Ihr wollt einen Schnitzel ohne Regeln und ohne Terror von den Österreichern? Macht einfach ein Cordon Bleu. Auf geht's. Das ist so juicy. Wir starten mit dem typischen Schmetterlingsschnitt. Ich mach's mir einfach mit dieser Technik, indem ihr einfach an der Stelle nur halb runterschneidet und gleich daneben einmal komplett. Sobald es plattiert ist, Fleisch würzen, Salz, frisch gemahlener Pfeffer. Als Füllung nehme ich mir einen guten Kochschinken und Gruyère. Und ich packe mir jetzt hier so kleine Päckchen und leg mir die einfach ins Fleisch rein. Anschließend überklappen und jetzt panieren wir das Ganze. Anders als beim Schnitzel drücken wir hier die Panade richtig schön fest an. Sobald das Öl ungefähr bei 160 Grad ist, geben wir das Cordon Bleu hinein und frittieren das jetzt schön langsam aus, damit es auch bis ins Innere gar wird. Wenn es goldbraun und knusprig ist, nehmen wir es raus und lassen es langsam auf dem Gitter abtropfen. Oh, guckt euch das mal an. Und fertig ist euer Cordon Bleu. Viel Spaß damit.